Oh, was soll die denn hier? JD? Ja? Du sollst warten! Ja! Da! Du hättest also nichts dagegen, wenn du eines Morgens aufwachst und Teile deines Lebens wären weg? Nein, nur die schlimmen Sachen. Wie die Matrix-Fortsetzung und das eine Mal, als wir Skifahren waren und sich mein Schönheitsfleck im Reißverschluss meines Anoraks verfangen hat. Ja. Es gibt so viele Momente in meinem Leben, die ich nie vergessen werde. Oh, wie der, wo mein Dad aus Versehen meiner Mom die Beine zusammengeklebt hat mit seinem selbstgemachten Gleitmittel. Dein Dad ist spitze. Ich habe hier unzählige peinliche Momente erlebt. Und aus einem rätselhaften Grund höre ich jedes Mal, wenn ich daran denke, The Fray. Ich soll mich um sie kümmern, da dachte ich, sie wären ein schwieriger Fall. Nein, nicht den Fray-Song, den Fray-Song. Wo war ich? Das ist der Grund, warum Ihre Kopfschmerzen nicht weggehen. Die Aussprache dieses Medikaments ist Analgetikum, nicht Analgetikum. Sir, die Tabletten gehören in den Mund. Ich hab Julie echt gern, also tu nicht das, was du immer tust. Falls du damit das Spiel Such den Cracker meinst, keine Panik. Das spiele ich nicht mal mehr mit Turk. Hinter deinem Ohr. Mein Freund, du hast den Cracker gefunden. Aber sag Elliot nicht, dass wir das immer noch spielen. Seit wann kennst du denn Morgan Freeman? Das ist meine Mom. Okay, ich schicke sie noch zum Dermatologen, aber ich halte es nicht für eine große Sache. Ja, ist auch kalt hier. Und wissen Sie wieso? Das liegt nicht daran, dass der Name Johnny auf meinem Hintern tätowiert ist. Er ist ein Segelkumpel und wenn Sie wüssten, was wir durchgemacht haben, würden Sie es verstehen. Haben Sie was getrunken? Habe ich was getrunken. Wie kommt ein Pancake in die Besteckschublade? Du meinst, wie kommt Besteck in die Pancake-Schublade? Hey, die Nüsse sind für meinen Bruder. Futtert die nicht alle weg. Siehst du, was passiert, Carla? Siehst du, was passiert, wenn du einen Krieger besiegen willst? Guckst du etwa Sesamstraße? Als ich noch klein war, hatte ich meinen ersten Sextraum mit dem Krümelmonster. Wenigstens glaube ich, dass es einer war. Er wollte meine Keksschachtel aufreißen. Entweder hat der Knabe eine Glühbirne im Arsch oder seinem Dickdarm geht ein Licht auf. Sie haben recht. Es war dumm von mir, die Duschhose zu kaufen. Es ist ja nicht so, dass es dazu eine Duschbrieftasche geben würde. Au! Eine Duschhose? Für den Mann, der nichts zu verstecken hat, aber es trotzdem möchte. Heiliger Minderwertigkeitskomplex, Batman! Habe ich so wenig Selbstachtung, um bloß die Nebenfigur in meinen Tagträumen zu sein? Es könnte viel schlimmer sein, Robin. Du könntest auch Alfred, der Butler, sein. Sie können mich mal, Sir. Wo willst du denn hin? Oh, hey, du bist wach. Ein Haufen Ziegelsteine für Dr. Dorian. Ist es heiß hier? Es ist unglaublich heiß. Ja, und zwar habe ich Dr. Cox etwas zu sagen. Ich werde dir die beste gottverdammte Beurteilung liefern, die du jemals lesen durftest. Und diesen Freitag beim Steel Cage Medislam. Da verpasse ich dir eine Abreibung, an die du noch dein ganzes Leben lang denken wirst. Ich zerquetsch dich wie eine Wanze, denn ich bin der Star hier.
Antworten Sie! Zeigt mir Mapse! Dann legen Sie mal los, die Pfeife! Und wie Sie deutlich sehen, ist das Gesäß vorne. Oh. Da oben noch. Nimm. Hau die Flachzange! Hau! 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 Ich hasse es, wie ich aussehe. Ich hasse es, was ich denke. Und ich hasse, wie mich das alles aufregt. Ich habe viel zu viele Haare. Meine Titten hängen, mein Hintern ist zu fett und ich bin zu klein. Hey, Mann, wie soll ich denn jetzt den Brief hier zu Ende schreiben? They were made back in Worcester, Mass. Of aluminum, baker like glass. Like a locomotive, they were streamlined. And the blue prints were drawn up from a dream of mine. Yeah. Slap them up, put them on a train. Out of Michigan, up to Maine. Give me $500 down to Georgia, Carolina, up to 20 by the pigwig in the country out of Waynesboro. When it's getting late and rainy out in New York City, you hang a Louis off a theory and you go and grab yourself a cheeseburger at a little Jim Diner off 6th and 9th. Diner, my shiny, shiny love, in the night you're all I'm thinking of. Ba-bum. Diner, my shiny, shiny love. The cruiser pulls in where the troopers always stop. As we dive over the chrome and form our gut favorite top. The cashier, she always squints by the gum and the bowling, and she's sapping her toe. To the Dean Martin on the consulate, booth service and a cigarette, we're laughing it so. Side of the dollar, I had a picture, 95 root for the Pepsi, and be sure to save room for some apple pie. La la di da dilly do, scabba da ba da da dee, la da. Ehrlich gesagt, wenn sie mir Frauennamen geben, stirbt immer irgendwas in mir drin. Hey, Mädchenname. Soll ich dir verraten, woher ich weiß, dass der hier dir gehört, Vicky? LaToya? Meine reizende Assistentin. Sandy ist nicht unbedingt ein Mädchenname. Kurzform von Sandra. Fiona. Mokka-Tässchen. Janet? Babs. Vivian. Miss Marple. Sabrina. Carol. Tussi. Scher dich zum Teufel, Shakira. Mord ist ihr Hobby. Gladys, Ginger, Tiffany, Maya, Cheryl, Betsy. Betsy. Oh, das ist neu. Betsy, guten Morgen. Hm, verstehe, ich bin eine Frau. Kannst du vielleicht noch ein größerer Arsch sein? Kannst du vielleicht noch einen größeren Arsch haben? Ich nehme an, da du dir schon alles andere unter den Nagel gerissen hast, bist du nun auf meine Selbstachtung aus. Aber da muss ich dich leider enttäuschen, mein Schatz. Die hat sich schon deine Mutter gekrallt, als sie mich anflehte, dich zu heiraten. Ich hätte gar keinen Platz dafür, da ja schon deine Eier in meinem Trophäenschrank stehen. Ich verstehe nichts. Sie nerven mich. Ich verstehe. Hey, Kumpel, wasch hat zwei Daumen und scheißt auf ihr Gelaber. Bob Kerso, habe die Ehre. Hat jemand ein bisschen Ketchup übrig? Danke, Elliot.